Wir grüßen heute vom Airbeat One Festival und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, in welchem es heute darum geht, über Beziehungsmodelle zu sprechen. Spricht man eher über das klassische Ding oder ist man offen für Freundschaft Plus oder sogar eine offene Beziehung? All das werden wir heute herausfinden auf dem Festival. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Mann, ist das warm hier. Frage, ich beantworte sie dir. Warum ist es hier so warm? Liegt das an dir? Ich denke nicht. Nicht? An der jungen Dame. Weil das deine Freundin ist? Nee, ich ist einfach nur geil. Hast du einen Freund? Nein. Nicht? Nein. Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Weil ich viel umziehe. Du ziehst viel um? Ja. Warum? Für die Arbeit, alle anderthalb Jahre. Seid ihr ein Paar? Ja, wir sind verheiratet. Verheiratet? Okay, okay, okay. Wie lange schon? 3 Jahre. Und glücklich noch? Ja. Wo wohnst du jetzt aktuell? Berlin. Berlin? Ja. Und vorher London und davor Korea. Ja, warum nicht, ne? Ja. Okay, gut. Also das heißt, du hast eigentlich gar keine Zeit für einen Freund. Man sollte ein Aquarium haben, bevor man sich einen Fisch kauft. Ihr seid seit 13 Jahren zusammen. Wie alt seid ihr, wenn ich fragen darf? 29. Also erste Beziehung richtig und dann direkt mega. Okay, dann erübrigt sich eigentlich unsere Frage. Wir reden nämlich heute so ein bisschen mit den Leuten hier über Beziehungsmodelle. Aber ihr seid da scheinbar das Paradebeispiel. Absolut klassisch. Man kann ja zum Beispiel eine Beziehung öffnen. Ach so. Oder so ein Krams. Ne? Sowas käme für dich nicht in Frage. Nein. Ist auch noch nie in Frage gekommen? Nee, gar nicht. Okay, also es soll bis zum Lebensende dein jetziger Freund sein? Ja, hoffe ich ja, ne? Wie sieht das bei dir aus? Ich glaube, in Berlin ist das präferierte Modell offen, aber für mich ist es, glaube ich, nichts. Aber ich glaube, es kommt mal drauf an, wenn du in einer Langzeitbeziehung bist, vielleicht, solange ihr Langzeit seid, Freundschaft plus, nee. Okay, also eher das klassische Ding. Mhm. Würdest du mit deinem besten Kumpel ins Bett gehen? Ah, Cedric, willst du? Für wie viel Geld würdest du es machen? Gar nichts. Gar nichts? Umsonst? Wenn er will. Also du bist mit deiner Freundin hier? Ja, genau. Wie lange seid ihr schon ein Paar? Noch nicht so lange, relativ frisch, aber ja. Das heißt? Ja, so etwas über einen Monat. Oh, noch ganz, ganz. Ja, ja. Seid ihr in einer Beziehung? Habt ihr einen Freund, Mann oder ähnliches? Mann und Freund. Mann und Freund. Aber ja, das ist nicht derselbe. Nein! Gab es mal auch so Freundschaft Plus oder sowas ähnliches bei dir? Ja, kann man, ja. 6 Jahre Single. Oh, ja. Da hat sich einer ausgetobt. Ausgetobt würde ich nicht sagen, aber Zeit gelassen, einfach die richtige Frau zu finden. Hast du einen Freund? Nein. Warum das denn nicht? Nee. Es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, eine Beziehung zu öffnen, also eine offene Beziehung zu führen. Sowas käme für dich nicht in Frage? Nee, da bin ich nicht dafür. Du teilst nicht gerne? Nee, nicht so. Ich würde die klassische Variante nehmen, also keine offene Beziehung. Okay. Oder käme für dich nicht in Frage? Nee. Aber du bist ja jetzt gerade Single. Ja. So das eine oder andere Ding zu Hause im Bett passiert doch, oder? Das kann man ja jetzt. Ja, schon, ja. Auf jeden Fall. Wann zuletzt? Was denn? Wann zuletzt? Wann zuletzt? Ich war gerade im Ausland da. Wo warst du? In Australien, Neuseeland. Und da hast du ein bisschen die australischen Girls verrückt gemacht. Ja, schon, klar. Wie alt bist du? 25. 25, süß. So, wann hast du deinen nächsten Freund? Wenn es sich ergibt. Okay. Wie soll der aussehen? Hast du einen bestimmten Typen? Ja. Und? Groß. Groß. Ich mag blonde Männer. Ja. Ich mag Bart. Bart. Ja, und muss halt so... Wie viel Bart muss sollte er haben? Sympathisch sein, ne? Das ist wichtig. Okay. Wie viel Bart muss es sein? Ja, nicht viel. Nicht viel. Okay, also so wäre in Ordnung. Ja, toll. Super. Mit wem bist du hier? Entschuldigung. Kein Deutsch? Nein. Sondern? Ein bisschen. Where are you from? I'm from Denmark. Denmark? Yeah. Okay. Do you have a boyfriend? Yes. Yes? Okay, bye. Wie groß ist dein Schniepi? Ziemlich groß. Wir reden heute über Beziehungsmodelle. Da gibt es ja verschiedene. Ja. Aber für dich, was kommt für dich in Frage? Nur das klassische Ding? Grundsätzlich ja. Grundsätzlich. Aber du wärst auch für andere Dinge offen oder eher weniger? Ja, also ich bin halt gerade Single. So, also ich will jetzt nicht gleich wieder in die nächste Beziehung rutschen. Ich möchte, wenn, dann jemanden kennenlernen und ja, dann halt mal gucken. Ist das so die erste richtige Beziehung für dich? Ja. Schon? Kann man sagen, ja. Wir sprechen nämlich heute über Beziehungsmodelle. Okay. Da kann man ja eine offene Beziehung führen oder eine klassische. Du bist eher für klassisch. Du bist eher für klassisch, ja? Ja.
die kann man ja unterschiedlich führen, eine Beziehung. Ja, das stimmt wohl. Wie präferiert ihr das? Monogam. Monogam. Was anderes kommt für dich nicht in Frage. Ja. Das sieht ein bisschen aus wie Pipi. Bier-Pipi. 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 Okay, also hast du nicht reingepullert? Nee, heute nicht. Also wenn dein Freund jetzt ankommen würde und sagen würde, ich hätte Bock, die Beziehung zu öffnen? Nö. Was wäre deine Reaktion? Ist nicht. Okay. Dann würdest du ihn wegschicken? Genau. Single? Ja. Wie kann das denn sein? Weiß nicht. Wie lange schon? 4 Monate. Ich würde eher sagen klassisch. Eher klassisch. Aber es klingt so, als wenn du nicht ganz abgeneigt wärst gegenüber andere Dinge. Habe ich bis jetzt noch nie gemacht oder so. Oh, okay. Also ich bin halt so glücklich, wie es ist. Ja. Ich bin sehr heiser. Ich habe eine Freundin, ja. Wie lange schon? 11 Jahre. 11 Jahre? 11 Jahre. Haben wir auch. Wie alt bist du? 32. 32. Also die erste so richtige Freundin und dann gleich richtig lange. Ja, große Liebe. Große Liebe. Wo ist der Ring? Den gibt's nicht. Und sag ihr das bloß nicht. Ja. Da gibt's Ärger, echt. Weil ja. Ich möchte nicht gerne heiraten. Oh. Und sie schon. Scheiße. Ja. Heikles Thema. Sehr heikles Thema. Eieiei. Wie ist das bei dir? Eher klassisch oder? Klassisch, ja. Okay, also wenn dein Mann oder Freund jetzt ankommen würde und würde sagen, lass uns doch mal die Beziehung öffnen, dann würdest du sagen, komm, genau. Suche ich mir wieder einen anderen. Richtig. Ich sag mal, wenn dein Freund jetzt ankommen würde und würde sagen, Schatzi, ich hätte Bock, das Ding irgendwie zu öffnen, was sagst du dann? Ja, dann müsste man das halt gut absprechen. Okay, also du würdest nicht von vornherein sagen, ist nicht? Kommt drauf an. Und jetzt eine Drehung? Super. Hi. Also ich würde sagen, du bist die beste Tänzerin hier. Oder? Voll. Klatsch ein. Wenn jetzt, sagen wir mal, deine Freundin ankommen würde und würde sagen, Schatzi, ich hätte Bock, die Beziehung zu öffnen, wie würdest du reagieren? Hätte ich hätte ich ein Problem mit. Ja, du teilst nicht gerne. Ja, nee, du willst deine Freundin für dich haben. Das ist meine. Mit wem bist du hier? Mit Freundinnen. Mit Freundinnen? Ja. Nicht mit dem Freund? Nee. Den gibt es? Den gibt es leider noch nicht. Den gibt es leider noch nicht. Warum nicht? Hat immer nicht geklappt. Aber ich lerne gerade jemanden kennen. Bist du in einer Beziehung? Ja. Ja. Wie lange schon? Seit 6 Jahren. Wow. Und immer noch so glücklich wie am allerersten Tag? Wir haben auch ein Kind zusammen, tatsächlich. Wie alt ist das Kind? 2 Jahre alt. 2 Jahre. Okay, aber noch nicht verheiratet? Nein, nein, nein. Better put a ring on it. Eher normal, monogam. Oder wärst du auch offen für Freundschaft plus oder eine offene Beziehung? Also im früherigen Alter Freundschaft plus, aber jetzt so, wenn man älter wird, merkt man schon, dass man eine feste Beziehung auf jeden Fall sucht. Man kann ja Beziehungen unterschiedlich führen. Ja. Wenn du heiraten willst, bist du eher auf der klassischen Variante unterwegs? Ja. Ja. Aber ich finde alle anderen Varianten genauso toll. Du teilst nicht gerne? Das auf jeden Fall. Was meins ist meins. Man könnte ja eine Beziehung auch öffnen, ja. Offen führen. Nee, das wäre nicht so mein Ding. Nicht so dein Ding? Nee. Was machst du, wenn du jetzt heute Abend oder morgen irgendwann nach Hause kommst und dein Mann oder Freund sagt, Schatz, ich hätte Bock, eine offene Beziehung zu führen. Was sagst du? Dann würde ich sagen, lass uns das mal bitte nochmal überdenken. Oh Gott, ist das süß. Und deine Freundin ist ja in der Kennenlernphase mit einem. Genau. Wusstest du das? Ja. Okay, sie hört ja jetzt gerade nicht zu. Wie bewertest du den potenziellen Typen? Oh. Bist nicht so begeistert? Ja, geht so. Ihr seid die Geilsten, macht was ihr wollt. Lebt wie ihr wollt, seid was ihr wollt. Ich liebe euch alle. Was bist du? Was bin ich? Ich bin hetero. Oder was? Wie oft hast du hier schon gepimpert? Ich habe nur ein Tagesticket, ich bin erst seit 2 Stunden hier. Dementsprechend dieses Jahr habe ich noch gar nicht gebumst hier. Aber ich sag mal so, ne? Der Wille entscheidet, ist noch alles offen. Was ist der Plan hier noch auf dem Airbeat? Ja, auf jeden Fall erstmal voll saufen lassen und feiern. So, das war's jetzt hier vom Airbeat One Festival. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet beim nächsten Mal unbedingt wieder ein. Vergesst natürlich auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.